Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Hospital. Ich habe mal ein paar Tage durchlaufen lassen und siehe da, wir haben 35.000 trotz der Kredite und allem. Und, ach schade, jetzt ist hier gerade keiner zwischendurch, war hier tatsächlich mal eine Patientin. Aber jetzt werden wir da hoffentlich ein paar mehr Patienten bekommen, denn wir können den Krankenwagen holen. Ich weiß, es werden gleich auch wieder, das Krankenhaus ist kurz vorm Schließen, es werden gleich Gehälter abgezogen, aber ist mir egal. Dann sind wir halt kurz im Minus. Wir kriegen hier auf jeden Fall ein paar Leute ran mit dem Krankenwagen. Ist nur die Frage, den muss ich auf den Parkplatz stellen. Okay. Dann würde ich sagen, hier so hin. Ein Auftrag für eine Krankenkasse wurde abgeschlossen. Kaufe einen Rettungswagen. Belohnung, 2 weitere stationäre Patienten pro Tag. Heißt, wir kriegen jetzt 42. Ein Auftrag für eine Krankenkasse wurde abgeschlossen. Behandelt 10 Patienten pro Tag in der Chirurgie. Ein staatlicher Zuschuss von 50.000. Wir sind gerettet. Wir sind finanziell gerettet. Das heißt, ich mache sofort die Kredite weg. Perfekt, wir sind schuldenfrei und haben immer noch 10.000 und haben 2 Patienten mehr, die ich gerade nicht sehe. Okay, komisch. Eigentlich müssen wir jetzt hier vielleicht erst am nächsten Tag. Wir lassen mal die Zeit vergehen. Das heißt, wir können uns jetzt sogar die Gehälter leisten am Ende des Tages. Na schön. Da sollten wir jetzt eigentlich kein Minus oder nur ganz, ganz wenig Minus jetzt machen. Ach, wie gut. Was sind denn unsere neuen Aufträge? Ich mach mal kurz langsam. Ein staatlicher Zuschuss von 30.000 winkt uns, wenn wir 50 Patienten heilen. Haben wir leider noch nicht so viele. Und hier erreiche am Ende des Tages ein Ansehen von 80% in der Abteilung Chirurgie. Dann kriegen wir 2 Praktikanten. Geld wäre mir lieber, aber wahrscheinlich sind auch die Praktikanten wichtig. Sehr cool. Das freut mich, dass das jetzt funktioniert hat. Oh, Krankenwagen. Bin ich jetzt echt... Oh, guck mal. Kein Minus. Gehälter abgezogen, kein Minus. Gut, die Nachtgehälter kommen halt auch noch. Oh. Okay, die aktuelle Abteilung des Patienten scheint keine weiteren Tests durchführen zu können. Erwäge die Abteilung entsprechend der möglichen Diagnose zu wechseln. Oder mehr Untersuchungen. Wo bist du denn? Wo sehe ich denn das? Oh Gott. Okay, was wurde alles gemacht? Noch nicht so wirklich viel eigentlich. Das hier sollte noch gemacht werden. Und das können wir anscheinend leider nicht machen. Blutanalysegerät. ITS-Zimmer. Ist das nicht ITS? Haben wir hier nicht ein Bett? Das ist doch die ITS. Also eigentlich müsste das hier doch funktionieren. Das wundert mich gerade. Und eigentlich steht hier doch sicher auch, dass das doch das Blutanalysegerät, das ist da. Wartet mal. Wenn ich hier auf Baumodus gehe, müsste ich ja sehen, ob das Bett schon belegt ist. Nee, da ist keiner drin hier. Das wundert mich jetzt. Manchmal bin ich echt einfach nur verwundert bei dem Spiel, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Ja, dann kann ich halt leider wahrscheinlich nichts tun. Gastrokopie müsste das nicht. Wo ist denn das überhaupt? Diagnoseraum in der Chirurgie, innere Medizin, Kardiologie. Das müsste doch auch in unserer Chirurgie eigentlich gemacht werden können. Da fehlen wahrscheinlich dann wieder die Betten. Wo ja auch ein Bett? Das sind alle belegt. Aber hier sind 2 Betten. Weiß ich nicht, warum die immer nicht so verwendet werden. Ja, dann kann ich den eigentlich nur wegschicken, wenn ich das alles nicht machen kann. Das ist natürlich blöd. Dann schicke ich den jetzt weg. Das ist schade. Aber bringt ja nichts, wenn wir uns um den nicht kümmern können. Ja, da fehlen schon wieder Betten. Habe ich leider jetzt kein Geld für. Kann ich leider nicht machen. Der wird uns wohl auch gleich verlassen. Aber ihr seht ja, jetzt gerade ist kein Geld zu holen. Naja, wir haben einen Krankenwagen. Also eigentlich, es sollte jetzt eigentlich ganz gut laufen die nächsten Tage, hoffe ich. Ich hoffe auch, dass jetzt hier noch die 2 dazukommen. Oh, Auftrag abgeschlossen. Wir haben das Ansehen von 80%. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und wir haben 2 Praktikanten, die übernommen werden können. Ja. Ah, jetzt steht's hier. 42. Sehr gut. 2 Patienten mehr. Ich lasse es mal hier oben gerichtet, damit wir sehen, ob hier irgendwas passiert. Eigentlich müsst ihr auch so einen Krankenwagen, müsst ihr auch Leute in der Nacht holen. Das wird ja wahrscheinlich nicht nur am Tage passieren. Also ich weiß noch, als ich einmal mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus musste, war es tatsächlich nachts. Also denke ich schon, dass hier auch nachts mal Notfallpatienten ankommen werden. Bis jetzt steht er da. Muss ich? Oh, wartet mal. Halt. Muss ich da jemanden... Ich brauche doch bestimmt einen Fahrer, oder?
Nee, nicht. Das würde ich jetzt eigenartig finden, wenn der Wagen gar keinen Fahrer braucht, aber das scheint wirklich keinen Fahrer zu brauchen. Steht hier was dazu? Nee. Okay, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich keinen Fahrer brauche, was eigentlich logisch wäre, dass ich da auch einen Fahrer einstellen muss. Oder wer sind die Leute, die immer kommen? Das sind doch bestimmt extra Krankenwagenfahrer, oder? Oder Rettungswagenfahrer. Da! Halt, das will ich sehen. Ich will wissen, wen der jetzt bringt. Der muss ja gleich wiederkommen. Das wird bestimmt nicht lange dauern. Wo ist er? Komm. Ich möchte sehen, was er anbringt. Der Krankenwagen soll auch nicht immer ITS-Patienten bringen, also könnte aber. Da, jetzt ist er da. Ach cool, mit Sirene. Wie cool. So, wen hat er gebracht? Horst Fischer. Der hat eine offene Wunde. Der wurde verletzt. Hypovolemischer Schock. Lebensbedrohlicher Zustand. Wen bringt. Was? 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 Muss das sein? Da wurde eben frisch gewischt über Nacht. Na gut. Aber krass, offene Wunden. Okay, also nicht nur in der Chirurgie sehen wir manchmal Blut, auch mitten auf dem Gang. Das ist natürlich echt unhygienisch jetzt. So. Da laufen jetzt einfach alle durch. Na gut, das Personal kommt jetzt. Oh Gott, da hat der aus. Oh Gott, der hat jetzt echt viel zu tun. Also der Hausmeister tut mir jetzt echt leid. Oh je. Steht da auch, wie er die bekommen hat? Nee, nur eine offene Wunde. Ach, schade. Jetzt würde ich gerne noch sehen, was passiert ist. So ein kleiner Fallbericht. Oder, na gut, dann bräuchten wir wahrscheinlich den Polizeibericht eher. Aber gut, da haben wir unseren ersten Krankenwagenpatienten. Schön. Also, naja, unschön für ihn, wenn ich mir das hier so angucke, aber schön für uns. Oh, wir haben auch direkt wieder 3000. Hat der uns gerade 3000 gebracht? Nee, der bringt uns 0 bisher. Okay. Echt? Bringt er uns 0? Ah, 2300. Hui. Okay, das ist eine gute Summe. Wir haben jetzt schon 5000 und das Krankenhaus hat gerade erst aufgemacht. Schön. Und der Hausmeister tut auch seinen Job. Guckt mal, hatte schon fast alles beseitigt. Sehr schön. Ich habe mich so ein bisschen Angst. Nicht, dass wir verklagt werden, weil hier einer der anderen Patienten auf so einen Blutfleck ausrutscht. Stelle ich mir sehr lustig vor, aber muss ja nicht sein. Nachher haben wir da noch eine Klage am Hals. Und naja, schön ist es auch nicht. Stellt euch mal vor, ihr sitzt hier im Wartezimmer und dann sind da überall Blutkleckse. Vielleicht, ich glaube, ich würde Reißaus nehmen und in das nächste gelegene Krankenhaus wechseln, wenn ich sowas sehen würde. Oh, ich hoffe, der Hausmeister kommt hier noch. Es ist echt groß hier alles. Ich überlege fast, ob wir noch einen zweiten Hausmeister einstellen sollten. Also finanziell geht es uns ja gerade wirklich besser. Muss man ja einfach mal so sagen. Wir müssen jetzt natürlich darauf sparen, dass wir die innere Medizin eröffnen können. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Oh, ein überwachter Patient ist kollabiert. Der Horst Fischer schon wieder. Na, das sollten wir aber hinkriegen. Also der ist ja direkt hier im Bett. Das wird schon. Wieder eins zu hoch? Nee, hier ist immer noch keiner. Vielleicht kommt der jetzt dahin, wenn er kollabiert ist. Ich komme langsam mit den drei Stockwerken hier so ein bisschen durcheinander. Guck mal, die bringt den tatsächlich weg. Bringt die den nach oben? Ja. Das hatte ich nämlich letztens auch, also als ich hier durchspulen lassen habe. Da kam auch ein Patient, der kollabiert ist, hier oben hin. Okay. Da ist er. Heftige Blutungen hatte er. Aber das scheint alles gut zu sein, oder? Nierenruptur. Größere Verletzung des Nierenparenchyms. Chyms? Bei Vorhandensein retroperitonealer Hämatome und offener Rückenwunde. Oh, was ist mit dem passiert? Der arme Mann. Das ist ja süß hier mit dem Geist. Hygienefanatiker. Ach, das ist süß. Und Tourist. Es tut mir echt leid mit dem. Oh je. Einen Patienten müsste der Krankenwagen uns eigentlich noch bringen, wenn der beide Patienten bringt. Na, schauen wir mal, ob da noch einer kommt. Ach, schön. Ich freue mich, dass es jetzt wieder vorangeht. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass es alles, ja, wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfallen wird. Es ist aber dann doch nicht zum Glück. Wir müssen halt nur, also ich muss jetzt echt mal ein bisschen schneller laufen lassen hier. Wir brauchen halt wieder Geld. Denn wir kriegen ja dauernd das Gemeckere hier, dass die Betten nicht ausreichen. Da müssen wir uns natürlich auch endlich mal kümmern, hier nochmal einen Raum zu machen.
Das muss auf jeden Fall noch. Und wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir machen wollen. Wieder eine kollabiert. Oh, das könnte jetzt ein Problem geben. Weil ja hier das Bett belegt ist. Und die sind ja richtig teuer hier. Ja, ich glaube fast, dass die dann auch so ein Bett brauchen wird. Moment. Können wir uns das vielleicht leisten? Wartet mal, ich kann hier reinklicken. Bett. Ja, ist halt blöd, dass die auch wirklich nur die teuren Betten nehmen. Sonst nichts. Das ist natürlich ein bisschen... Okay. Aber hier kann ich ja diesmal aufpassen, dass ich die günstigeren Dinger nehme. 1500, naja gut, so viel günstiger ist es auch nicht wirklich. So, was noch? Das Ding. Und okay, das brauche ich auch noch leider. So, jetzt haben wir noch ein Bett. Also ich hoffe, die kollabierte Patientin kommt da dann hin. Finde ich schön. Alexandra, deine Mitarbeiter geben das Beste, um ihn am Leben zu halten. Na gut. Dehydration war das Problem. Oh, das war nicht so schön. Warum ist sie denn dehydriert? Hat die kein Essen bekommen? Kein Trinken. Entschuldigung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt auch nach oben direkt kommt. Okay, erstmal wird hier das ganze Programm einmal durchgemacht. Okay. Na, da warten wir mal eben. Warte mal, ich habe die ja hier unten in der Liste. Das sehe ich ja noch. Na, ja, das geht. Na gut, wir werden heute noch ein bisschen Geld verdienen. Das wird wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich achte die ganze Zeit hier gerade auf sie. Ach komm, ich mach's einfach auf. Okay, ist auch gleich schon durch. Oh, der Krankenwagen ist weg. Ich finde es cool, dass tatsächlich der Sound, wenn ich auf schnell habe, auch von dem Krankenwagen dann schneller ist anscheinend. Nee, die wird erstmal hier hingebracht. Okay. Ist also ein bisschen was anderes als bei dem Patienten oben. Der ist noch hier. Oh, dann hätte ich das Bett gar nicht gebraucht. Naja. Ein zweites Bett dazu haben ist, glaube ich, schon auf jeden Fall ganz gut. Oh, und ich sehe gerade, ich habe komplett vergessen, die Uhrzeit anzustellen. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das Ganze hier schon 10 Minuten läuft und ich nochmal 10 Minuten weiter aufnehme. Ja, ist immer blöd. Ich sehe das leider nirgendwo, wie lange es schon aufnimmt. Oh, da kommt wieder der Krankenwagen. Da bin ich jetzt gespannt. Kann ich schon... Ja, ich kann schon anklicken. Hämatom und abdominale Verletzung. Hier kommen immer Verletzungen. Patient berichtet von Verletzungen im Bereich des Bauches. Oh. Typischer Bluterguss, verursacht durch unfallbedingte Verletzungen der Kapillargefäße. Mal gucken, wo sie jetzt hinkommt. Wird wahrscheinlich dann auch erstmal hier... Oh, ist sie das schon? Nee, sie wartet da jetzt und kann nicht... Oh, oh. Oh, oh. Hoffentlich sind die gleich fertig. Eigentlich sind sie. Die muss nur, glaube ich, noch weg. Oh, oh. Hoffentlich dauert das jetzt nicht zu lange. Holt die doch jetzt mal eine ab da. Oh nein. Ich habe ein bisschen Angst, dass die uns gleich wegfährt. Irgendwann fangen die doch bestimmt an zu meckern. Oh, jetzt bringt die doch mal weg hier. Die ist doch fertig. Warum holt die denn jetzt keiner? Ach nee. Jetzt scheitert es an sowas. Jetzt kriegen wir schon eine Patientin mehr und dann sowas. Und der hier hat auch kein Bett. Das gibt's doch nicht. Die Krankenschwestern, die haben doch nichts zu tun. Die sitzen hier rum. Warum bleibt die da liegen? Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Befragung ist, ne? Dann macht doch hier mal einer was. Ja. Geht nicht. Kann nicht aufgenommen werden. Jetzt haben wir schon eine hergebracht und die kann nicht aufgenommen werden. Weil die hier rumliegt. Ah, ist das blöd. Weil die keiner holt. Das gibt's doch nicht. Vor allem, die liegt hier. Die Patientin auch. Die liegt hier stundenlang rum. Für nichts. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ich habe kein Geld, um noch so einen Raum zu basteln. Wer bist du? Da fehlt auch irgendwas. Also irgendwie hängt es hier gerade einfach. Ja, nee, das ist woanders. Okay. Das gibt's doch nicht. Das ist so ärgerlich vor allem. Das ist echt ärgerlich. Na komm, muss woanders hin. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Schade. Einmal Geld weggeschickt. Und ihr vor allem auch nicht geholfen. Nur weil hier aus irgendeinem Grund niemand kommt. Obwohl alle Zeit haben. Das ist... Diese Schwestern sitzen hier einfach rum. Ja, hier. Ach, die hat kein Bett. Wie geht denn das? Das geht doch gar nicht. Die meckern doch eigentlich immer. Das kann doch gar nicht sein, dass die jetzt kein Bett hat.
Denn hätte die doch gar nicht erst da untersucht werden dürfen, ohne Bett. Das verstehe ich jetzt nicht. Manchmal. Vor allem, hä, hier sind doch überall Betten frei. Naja, hier nicht. Doch, da sind auch Betten frei. Hier ist ein Bett frei. Hier ist kein Bett frei. Vielleicht musst du doch hier hin. Mist. Zwei Patienten sogar verloren dadurch. Tschüss. Vor allem, wir verlieren auch immer bei den Sternen, was wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Also hier gehen die Sterne runter. Nächste Patientin geht nach Hause. Ist gut. Dann, ja, bevor wir die nächste innere Medizin auf... Hä? Oh, da kommt noch ein Krankenwagen und wollt uns... Nee, der holt ab. Der holt die Patientin ab, die hier kein Bett kriegt. Gut, also, dann würde ich sagen, ist doch das Ziel, anstatt die innere Medizin zu bauen, wenn wir wieder Geld haben, dass wir dann erstmal hier ein neues Zimmer brauchen. Das natürlich teuer ist, die Betten sind. Also hier ist das Gute, wir können halt die normalen Betten nehmen. Das ist natürlich gut, aber... Ja. Naja, ist denn halt so. Haben jetzt leider drei Patienten verloren. Ärgerlich. Geld verloren. Hier, wir haben nur 4.000, das heißt, uns wird jetzt gleich die gesamten Gehälter... Ja, die werden uns gleich ins Minus bringen. Habe ich mich nicht eben am Anfang der Folge gefreut darüber, dass wir wieder auf dem Damm sind, dass wir auf dem grünen Zweig sind? Habe ich mich da vielleicht etwas zu früh gefreut? Das ist natürlich blöd, wenn wir mehr Patienten bekommen, aber diese nicht unterhalten können. Jetzt schon wieder einen nach Hause. Ja, Mist. Ja, wir brauchen hier nochmal so ein Zimmer mit Betten. Röntgen vom Kopf ist belegt. Jetzt kann nicht mal mehr geröntgt werden. Ja, das ist natürlich blöd, wenn wir so viele Patienten jetzt kriegen, dass die keine Betten haben. Dann bringt uns natürlich das überhaupt nichts, dass wir jetzt mehr Patienten haben als vorher. Okay. Vielleicht. Also es ist, da wir jetzt schon den vierten Patienten deswegen verloren haben... Jetzt vielleicht den fünften, wenn der hier wiederkommt und noch kein Bett frei ist. Dann wäre es vielleicht doch... Ich mache mal doch wieder langsam. Okay, die scheint rein zu können, also alles gut. Ja, dann wäre es vielleicht doch jetzt sinnvoll, doch nochmal einen Kredit aufzunehmen, um hier mehr Betten zu machen. Weil das heißt ja, dass wir jedes Mal Geld verlieren, wenn die Leute gehen. Das ist natürlich blöd. Und dann sollten wir das eigentlich allein durch die Leute, die wir dann doch noch behandeln können, eigentlich wieder rauskriegen, das Geld. Ist nur die Frage, ich guck mal eben in der Chirurgie. War da nicht noch irgendwas, was ich bauen müsste? Ja, die Kardiodiagnostik, die fehlt nämlich auch noch. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ein Aufenthaltsraum wäre halt noch drin. Könnte ich aber vielleicht auch irgendwie hier ans Labor oder so anschließen. Dann könnte man hier hinten den Aufenthaltsraum machen. Ist ein bisschen unpraktisch, aber ginge. Vielleicht kriege ich auch hier hinten noch irgendwie mit... Ja, guck mal, doch, wir haben doch da unten eh angebaut, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das hier mit dem oberen... Weiß ich gar nicht so genau, aber man könnte hier einen Flur rummachen. Dann könnte hier auch ein Aufenthaltsraum sein. Hier kriegen wir noch ganz viele Betten unter und... Kardiodiagnostikraum, wie groß muss der sein? Ich glaube, der war nicht klein. Kardio... Ach doch, der ist klein. Okay, ja gut. Ganz ehrlich. Kommt hier die Kardiodiagnostik rein und hier kommt noch mal so ein Raum rein mit Betten. Das, ja, das ist ein guter Plan. Das machen wir so. Da, hier hinten heben wir uns auf für einen Aufenthaltsraum. Wie man da reinkommt, überlege ich mir noch. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, ist die Folge zu Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.